So, wunderbar. Also, es geht ja eigentlich um Skitouren mit dem Hund oder Schneeschuhwanderungen oder auch nur ganz normale Wanderungen mit dem Hund. Wenn es von euch während der Präsentation Fragen gibt, könnt ihr gleich dazwischen schießen, könnt ihr auch die Hand heben oder so, können wir gleich thematisieren. Ja? Ich habe es etwas umgestellt gegenüber den letzten Jahren, und zwar eigentlich so mehr den Fokus auf den Hund gerichtet und nicht unbedingt auf das Skitourengehen oder das Tourengehen im Winter. Das ist eher etwas in den zweiten Teil gerutscht, können wir gerne auch behandeln, aber ich denke, dass wirklich der Fokus auf dem Hund liegt oder den Hunden. Und zwar so Thema Vorbereitung, Materialsicherheit und wie würde es dann oder wie läuft es dann ab bei unseren Dogs Know, wenn wir uns treffen. Die Vorbereitung, etwas, was ganz wichtig ist und ich immer wieder feststelle, dass alle Probleme haben, nicht zuletzt auch unsere Hunde, das ist das mit den Pfoten. Je nach Schneebeschaffenheit, je nach Temperatur, Temperatur des Schnees gibt oder ist die Gefahr der Eisklumpenbildung zwischen den Pfotenballen einfach extrem groß. Und sobald es Eisklumpen gibt, schmerzt das die Hunde beim Gehen. Sie legen sich hin, beißen das weg und, und. Das Tolle ist eigentlich mit dem Wegbeißen oder so, der Eisklumpen ziehen sie sich oder rupfen sie sich die Haare auch aus. Das ist zwar gut, aber zum Teil für die Hunde auch schmerzhaft. Das heißt, wir können dem etwas vorbeugen, indem dass wir die Haare zwischen den Pfotenballen etwas ausschneiden. Und ja, die wachsen auch extrem schnell wieder nach. Das mal vorbeugend schon mal, dass da nicht so viel kleben kann. Das Zweite ist so ein Spray, der hilft so für im einfacheren Bereich. Ich benutze da diesen Pferdeschweif-Glanzspray. Der hilft auch, gerade bei Hunden mit längeren Haaren, Schneetemperatur so um 0 Grad, dass der Schnee nicht so gut kleben bleibt. Und da bilden sich sonst so Ballen und dann können die Hunde kaum mehr gehen. Das ist so Stufe 1. Und dann, wenn es extremer wird, da hatte ich eine Anfrage von der Romy, die jetzt heute eben leider nicht dabei sein kann. Wenn es jetzt krasser wird, habe ich da was aus Schweden mitgebracht. Habe es hier noch nicht gefunden. Das ist so ein Fett, das man einstreichen kann. Das riecht aber ziemlich stark. Also das heißt, die Hunde finden das mäßig cool. Hilft aber sehr gut. Aber das vor allem im Pfotenbereich. Das mit den Schuhen. Also um geradeaus zu laufen, ist es ja noch okay. Also gerade so Schlittenhunde etc. Aber für unsere Hunde, die dann im alpinen Gelände unterwegs sind, halten Schuhe meiner Erfahrung nach schlecht. Und deshalb ist das bedingt optimal. Was auch sich empfiehlt, ist nach härteren Touren oder längeren Touren die Pflege der Pfoten danach. Mit so irgend so einem Balm, da gibt es mit Propolis drin und, das sehr, sehr gut hilft für die Regenerierung der Pfoten. Habe ich jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder mal für die Hände gebracht, weil es einfach anhaltend trocken war. Und dann beginnen die Hände spröd zu werden, genauso bei den Hunden, die Pfoten. Ha? Also das mal so zur Vorbereitung der Pfoten der Hunde, Ausschneiden der Haare und vor der Tour
irgendwie so eine Geschichte. Ha? Aber ist da noch jemand, der da rein möchte oder so? Das zweite ist einfach das Thema Leinenführung. Also Hunde, die nicht gut an der Leine gehen können oder an der lockeren Leine gehen können, da wird es schon schwierig, wenn ich mit... Ich habe da noch drei Hunde da unten, deshalb muss ich... wird schon schwierig mit dem Skifahren oder im Schnee oder eben auch reine Touren im Schnee. Das heißt, Leinenführung ist etwas vom Zentralen. Das zweite ist das Hintengehen. Das kann ich auch sehr gut ohne Schnee oder ohne Skitour. Hey, jetzt. Das ist da unser kleiner Eisbär, die Binja, die da alles aufmischt. Das Hintengehen kann ich sehr gut im Vorfeld bereits üben. Und das hilft auch auf Skitouren, dass der Hund lernt, hinter mir zu gehen, ohne Stress, dass er einfach weiß, kann den Führer akzeptieren und folgen. Nächste Stufe ist Führen auf Distanz. Das ist natürlich höhere Disziplin. Das heißt, ich arbeite da gerne mit einer Pfeife, mit Pfeifkommandos. Jetzt. Das hilft natürlich extrem, den Hund gerade in reizvollen Umgebungen zu führen, mal zu stoppen, warten zu lassen, abzurufen etc. Und das sind Sachen, die kann ich sehr gut wirklich im Vorfeld trainieren. Ein weiterer Punkt ist das Tragen des Hundes. Und das Tragen hat eigentlich zwei Extreme. Das eine, der Hund mag nicht mehr, er ist konditionell erschöpft oder so. Und dann bin ich froh, ist der Hund sich gewöhnt, dass ich ihn tragen kann. Das zweite ist in einer Unfallsituation. Und ich stelle immer wieder fest, dass da die Leute mit den Hunden, ja, ich habe es mal versucht, aber dann nicht mehr gemacht, oder? Und das ist immer schade, weil wenn dann der Ernstfall eintritt, ist es zu spät, um das zu prüfen, weil dann habe ich schon irgendeine Stresssituation, wenn ich erst dann beginne, den Hund noch irgendwie auf die Schultern zu nehmen, dann funktioniert das in der Regel schlecht. Also das ist die Empfehlung, macht das bereits im Vorfeld. Wer von euch kennt so Tragearten mit dem Hund? Ja, Silvia, klar haben. Michelle, ja, sicher. Ich habe so ziemlich alles probiert, das also mache ich auch regelmäßig. Ich habe so eine Tragesack mit vier Löchern drin. Nicht. So, jetzt kann ich nochmal versuchen. Da gibt es so einen Tragesack mit vier Löchern drin, den man auch an einem Helikopter rantun könnte. Das ist wirklich so eine richtig fette Sache. Und dann habe ich auch noch einen Rucksack ausprobiert, wo der Hund quasi im Rucksack hinten ist. Dann habe ich eben das über den Schultern. Also ich mache das einfach regelmäßig auch zu Hause, damit ich eben die verschiedenen Situationen machen kann. Genau. Und genau das regelmäßig oder immer wieder mal einfach auch im Trockenen üben, sei es zu Hause, sei es auf dem Spaziergang, hilft einfach extrem, dass ich es danach im Ernstfall anwenden könnte. Oder? Und ich habe es jetzt wieder gesehen, es gibt verschiedene Sachen. Das eine, die Hunde haben schon sehr viel gemacht und sind durch das nicht mehr so leistungsstark. Und dann kommt die Kälte dazu. Und dann sind sie heilfroh, wenn man sie tragen kann. Und so tragen geht einfach nicht, oder? Ich trage die Hunde immer über die Schulter oder zwischen Rucksack und auf den Schultern, je nach Situation. Und das ist eigentlich die einfachste Art.
bei kleinen bis mittleren Hunden problemlos. Wir hatten auch schon in einem Workshop Hunde bis 36 Kilo. Da machst du dann nicht mehr zu lange, magst du den Hund tragen. Aber es geht, oder? Also das einfach als Empfehlung im Bereich der Vorbereitung. So, dann Material für den Hund. Da gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, was man ihm alles auch noch mitgeben könnte. Ich empfehle eigentlich, das zu reduzieren, so auf diese Punkte, die ich da aufgeschrieben habe. An irgendeine Isolationsdecke, wo ich auf den Schnee legen kann, vielleicht in ein Schneeloch, das ich gegraben habe, und der Hund da zur Ruhe kommen kann. Das muss nicht sehr groß sein, das kann ich in den Rucksack stopfen und der Hund kann da zur Ruhe kommen. Ein Brustgeschirr ist ideal, weil da kann ich den Hund auch gut mal halten, wenn ich ihn hier oben habe. Ich kann ihm zur Not eine Schleppleine anhängen oder halt eine normale Führleine. Einfach so, dass der Hund mit dem Geschirr irgendwie etwas geschützt ist und gut handelbar ist. Den Isolationsmantel oder ein Schutzmantel, je nach Hunderasse, auch empfehlenswert, sollte einfach so sein, dass der Hund gut gehen kann mit diesem Mantel. Silvia hat so ein super Geschirr oder Mantel. Das hat dann auch den großen Vorteil, dass die Eis- oder Schneeklumpenbildung sehr gering ist, da gerade im Brustbereich und so. Und danach so eben das Pferdeschweifglanzspray zum Klumpenbildung zu verhindern. Wasser für den Hund ist sicherlich nicht schlecht. Meistens trinken die Hunde im Winter nicht. Also das heißt, wenn ich mache so, ich nehme für mich etwas Getränk als nur reines Wasser mit und kann das mit dem Hund teilen. Als Wassergeschirr nehme ich ein Hundesäckchen und stülpe das etwas um. Schlecht vorbereitet. Das heißt, ich mache das so. Und dann kann man da etwas Wasser reinleeren. Das reicht. Die trinken 2-3 Schlücke und dann ist es gut. Nachher zurück beim Fahrzeug, im Auto, hilft es dann, ihnen etwas mehr zu geben, aber auch da. Die Gefahr ist eher, dass sie Schnee fressen. Und das wiederum ist idealerweise, weil das greift den Magen an, dass man ihnen zu Hause dann etwas Butter gibt. Und der Butter neutralisiert das wieder. Also nicht zu viel. Ein kleines Möttchen, 2, das reicht schon. Ha? Dann eine kleine Notfallapotheke. Und ganz ehrlich, diese Notfallapotheke, die ist eigentlich einfach so konzipiert, dass ich die für mich genauso wie für den Hund verwenden kann. Etwas Verbandsmaterial, etwas Polstermaterial, das heißt, dass der Druck gerade beim Hund nicht zu stark wird an den Kanten der Wunde oder so. Deshalb Polstern. Mit Tape kann man alles machen. Felle fixieren, sonst etwas zusammenkleben etc. Etwas Schmerzmittel, ein Sackmesser, muss natürlich ein Schweizer Sackmesser sein, sonst geht es nicht. Und eine Rettungsdecke, die habe ich eigentlich immer dabei. Und die Rettungsdecke kennt ihr sicher, die dünne Folie, goldig, silber. Wichtig einfach da zu wissen, welche Seite sollte außen sein, in welcher Situation. Weil die silbrige Seite reflektiert die Wärme. Das heißt, ich kann sie brauchen, wenn jemand kalt hat im Winter oder so, ist die silbrige Seite gegen innen zum Körper gewandt. Brauche ich sie im Sommer, um Hitze abzuhalten?
ist sie gegen außen, gegen die Sonne gewendet. Und so ist das multifunktional. Kann man mit 2-3 Magneten aufs Autodach kleben im Sommer oder eben im Winter umgekehrt anwenden. Und das reicht schon. So, Fragen bis dahin? Ja, Silvia? Ich habe wegen Schmerzmittel für den Hund, was nimmst du da? Da nehme ich eigentlich so Rescue-Tropfen, die helfen eigentlich extrem gut. Das reicht schon. Im Extremfall, also meistens braucht es, der Hund deckt das weg, oder? Aber im Extremfall nimmst du von einer Schmerztablette, je nach Gewicht des Hundes, ein kleines Stück von deiner und gibst ihm was. Aber das habe ich bislang nicht erlebt, dass das notwendig war. Sondern der Hund, der kann mit Schmerzen viel, viel besser umgehen wie wir Menschen. Ja. Und diese Rescue-Tropfen vom Bach, die helfen, das etwas zu überdecken und ihn etwas zu, sagen wir mal, beruhigen, oder so mehr in dem Umfeld. Okay, danke. Aber für uns Menschen ist es auch extrem hilfreich, wenn ich etwas habe, das etwas stärker ist, Davalgan oder irgend sowas, 1000 Milligramm, und da durchaus mal eine oder zwei einwerfen, wenn wir etwas haben. Und deshalb kommst du da mit dieser Liste eigentlich schon recht gut klar, in ziemlich vielen Fällen. Und dann gibt es noch Spezialgeschichten, das kann ich euch dann aber am Workshop zeigen. So, zum Ablauf beim Dog Snow möchten wir, also den Treffpunkt gebe ich euch möglichst so circa eine Woche vor dem Termin bekannt. Ich muss jetzt zuerst mal schauen, wie es hier ausschaut mit dem Schnee und was da noch kommt, etc. In Saas Fee wüsste ich es jetzt. Da gibt es super Schneeverhältnisse. Da waren wir jetzt immer bis über 3.500 Meter unterwegs. Aber jetzt schaue ich mal hier in der Ostschweiz, was da für Möglichkeiten gibt. Diesen Treffpunkt gebe ich euch bekannt. Beim Treffen selbst, lasst zuerst die Hunde noch im Auto. Wenn ihr früher da seid, könnt ihr den Hund schon mal etwas versäumen lassen, so gar kein Thema. Und dann versorgt ihn wieder im Auto. Weil je nach Gruppenkonstellation, die Hunde kennen sich nicht, ich habe noch Skier oder Schneeschuhe und Gepäck und hin und her. Ja, das heißt, die Ruhe beim Treffpunkt ist zentral. Und danach nehmt ihr die Hunde raus, leint sie an, lässt sie nicht einfach wild da herumtoben. Und der erste Teil, wenn wir dann losgehen, sind die Hunde an der kurzen Leine. Gebt Acht, gerade mit den Skiern. Die Skiern sind einfach, die Kanten sind extrem gefährlich. Und die Hunde sind gerade zu Beginn ja aufgeregt. Das heißt, wir lassen sie eben bewusst zuerst ohne Skier mal versäubern, mal etwas ankommen und erst dann ziehen wir die Skier oder die Schneeschuhe an. Und gerade dieser Anfang ist ziemlich zentral. Die Gruppen sind ja klein, aber trotzdem unterschätzt diese Aufregung nicht. Ihr wisst nicht genau, was da abgeht, die Hunde erst recht nicht, dann ist der Schnee, der sie nervös macht, allenfalls, je nachdem, hattet ihr schon etwas eine längere Anreise und so weiter. Und auf der Tour selbst werden die Hunde dann irgendwann ruhiger, sie werden hinten gehen können und dann werde ich schrittweise sagen, so, jetzt kannst du den Hund mal frei laufen lassen. Ich selbst werde nur Nala mitnehmen, die große Hündin, die ihr auch hier seht, dass wir nicht zu viel Aufregung haben und dann wird sich das Ganze einpendeln. Und das ist ziemlich zentral, damit dann nichts geschieht, weil das Schlimmste ist eigentlich, wenn der Hund recht schnell wieder zurück und zu den Skiern kommt, egal aus welcher Motivation, und sich dann an den Kanten verletzt.
Und das gilt es tunlichst zu vermeiden. Das heißt, das Kennenlernen, so jetzt, einmal. Das Kennenlernen, die Führung, das ist etwas vom Wichtigsten. Dann soll aber auch auf dieser Tour eben Zeit da sein, um Fragen zu stellen. Wir werden auf Lawinensituationen eingehen, wir werden aber auch konkret auf Situationen mit dem Hund im Gelände eingehen. Ihr seht hier auf diesem Bild auch, wir haben etwas Abstand. Das ist jetzt nicht unbedingt wegen der Lawinensituation, sondern auch wegen den Hunden. Und dann ist noch wichtig, damit ich auch Zeit habe, von ganz vorne wieder mal nach hinten zu gehen, so, dass man auch wieder mal innehält. Weil sonst bin ich da nur am Hin- und Herspringen. Also es ist als Workshop zu verstehen und nicht primär als Skitour und den Gipfel zu erreichen. Wetter und Schnee ist natürlich dasjenige, welche das es zu beachten gilt. Die Wetterprognose, der Lawinenbericht, aber auch die Zeit. Weil gerade im Winter sind klassischerweise A, die Tage nicht so lang und B, die Lawinengefahr sich im Tagesgang verändern kann. Das Wetter natürlich so oder so. Das werden wir auch auf der Tour uns anschauen. Was gilt es zu beachten? Wie gehen wir mit der Situation um? Und dann kommt natürlich auch die Leistungsfähigkeit dazu. Also sind alle noch fit? Können sie noch? Wie geht es den Hunden etc.? Zum Material. Das ist eine Aufnahme von letzten Jahr, bevor ich nach Norwegen fuhr. Für euch keine Angst. Weniger ist mal primär mehr. Ha? Das Richtige ist natürlich entscheidend. Man muss nicht alles selbst haben. Man kann auch ausleihen oder dann halt auch kaufen oder auch im später kaufen. Für die Teilnehmer am DocSnow, wenn ihr unsicher seid oder so, könnt ihr mich kontaktieren, kann ich da gerne helfen. Ha? Habe hier eine Material-Checkliste. Wenn ihr Fragen habt dazu, genau dasselbe, kontaktiert mich, möchte da nicht im Einzelnen durchgehen. Funktionsbekleidung, auch das ist dann auch abhängig von der Tour und der Länge etc. Das ist jetzt mehr für euch als Person zugeschnitten. Immer daran denken, gerade für solche, die noch nicht so oft auf Touren waren, es wird sehr schnell warm, weil man sich im Schnee betätigen muss, so jetzt. Und das heißt, wenn man im so Zwiebelprinzip oder Schichtbekleidung hat, kann man da gut sich entsprechend der Kleidung entledigen, kann aber auch etwas anziehen. In gewissen Orten habe ich noch hingeschrieben wegen Ersatz. Das ist gerade, wenn ich halt länger unterwegs bin oder von Hütte zu Hütte gehe oder so, hilft das manchmal. Dann das Thema Sicherheit. Für mich steht das zu oberst. Weil wir wollen nicht einfach eine Tour machen, dass wir eine Tour gemacht haben, sondern sie soll Spaß machen und es soll sicher sein. Dieses Bild hier, das war mit der Enya, Dreipassüberquerung in der Schweiz mit Schlitten und Zelt im Winter. Das war dann schon eher hardcore, aber auch hier musste ich wegen Wetter und Lawinen die Tour abbrechen, respektive korrigieren. Hier ein kleiner Einblender zum Hund-in-Nothilfe-Kurs. Die einen oder anderen haben den schon besucht. Das ist eigentlich bereits eine Stufe 2. Das heißt, dass ich mit Wissen und Fähigkeiten ausgerüstet bin, falls etwas passiert, dass ich da entsprechend richtig handeln kann.
Noch besser ist natürlich, das alles im Vorfeld schon vorzubeugen, dass gar nichts passiert. Aber mit dem Wissen zur ersten Hilfe bin ich natürlich noch mal eine ganze Stufe weiter. Das Thema ist eigentlich, 90% von allen Unfällen, die entstehen, da sind wir selbst schuld. Und das hätte man verhindern können. Das werden wir beachten oder auch thematisieren auf der Tour. Um was geht es überhaupt? Weil sehr viele Probleme sind vielleicht so knapp vor dem Problem. Also wir haben das gar nicht festgestellt, dass das zum Problem werden könnte. Und das gilt, das Risiko zu minimieren und einen Plan zu haben im Notfall. Das heißt, Lawinensituation, zumindest mal Lawinenbülte kennen, gibt es mittlerweile über den ganzen Alpenbogen wunderbar in den 5 verschiedenen Stufen, wenn man das einigermaßen beachtet und nicht bei erheblich plus bis groß und sowieso sehr groß unterwegs ist und dann noch die Situation etwas beachtet, dann ist das Risiko schon recht gut minimiert. Ich habe hier noch verschiedene Reduktionsmethoden in den Folien hinterlegt, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Da DAV, Deutsche Alpenverein, dasselbe gilt es dann für Österreich, also schlussendlich ist es immer irgendwo das Gleiche. Wenn wir uns im grünen Bereich bewegen, ist das Risiko geringer. Das heißt nicht, dass wir kein Risiko haben, aber es ist geringer. Das ist die österreichische Karte. In der Schweiz haben sie neu dieses Jahr begonnen, die Stufen noch mit, also Stufe 3 gleich, Stufe 3 minus und Stufe 3 plus zu taxieren. Das ist jetzt ganz neu erschienen, weil sie einfach gemerkt haben, diese Bereiche sind sehr hoch. Grundsätzlich gilt so, ich beurteile mal zu Hause, dann vor Ort, also wenn ich im Gebiet bin, und dann situativ im Einzelhang, wie sieht die Situation aus. Wenn wir auf Tour gehen, jetzt in unserem Fall, werden wir natürlich versuchen, die Lawinen so weit wie möglich zu verhindern. Ich werde euch führen, ich werde euch darauf hinweisen, aber auch das ist nur, sind Erfahrungen etc. Und schlussendlich, wenn ihr alleine unterwegs seid, euch vielleicht etwas mitgeben, das ihr verwenden könnt. Bei den Lawinen ist es halt so, zur Grundausrüstung gehört das lawinenverschütteten Suchgerät, der Pieps, eine Sonde und eine Schaufel. Aber mit dem ganzen Zeug, wenn ich das nicht weiß, wie einsetzen, nützt mir das auch nichts. Weil das Problem ist, nach circa 15 bis 30 Minuten, 35 Minuten, erreichen wir den tödlichen Knick. Das heißt, jemand, der voll verschüttet ist, hat nach dieser Zeit eigentlich fast keine Chance mehr zu überleben. Und voll verschüttet heißt einfach, Gesicht ist unter dem Schnee. Jetzt könnt ihr selbst euch überlegen, 15 Minuten, das ist so extrem schnell rum. Also auf den Helikopter warten oder die Suchhunde, also Lawinenhunde, vergisst es. Da geht es noch um Bergung. Also, es gilt, Lawinen zu verhindern oder zu vermeiden. Ich will in diese Situation nicht rein. Und all diese Geschichten mit LVS und so, ja, das hilft schon, wenn ich wirklich schnell bin, oder? Fragen bis dahin? Ich habe eine Frage wegen der Leine. Ja. Also Leinenführung, hast du gesagt, die kurze Leine?
Und die Gurtleine, so wie du hier, hast du an einem Gurt angemacht? Ja, je nach Situation, oder? Wenn ich jetzt mit zwei, also muss so sein, kommt etwas an auf die, soll ich mal sagen, auf den Erziehungs- oder Trainingszustand von dir mit deinem Hund. Mhm. Wenn ich jetzt mit zwei Stöcken gehe, jetzt laufe ich hier durch den Wald, dann habe ich den Hund einfach zur Sicherheit an der Leine, am Gurt angemacht, habe die Hände frei und kann so frei gehen. Das war zusätzlich noch in einem Bereich, wo so oder so quasi nur auf den Wegen gehen darfst, also der Hund muss angeleint sein, oder? Später, wenn wir in Bereiche kommen, wo der Hund eigentlich frei gehen darf, habe ich so die Klassiker, der Hund ist nervös etc. Ich muss ihm helfen, nicht seine ganze Energie zu verpuffen, weil sonst mag er nachher nicht mehr. Stufe oder der zweite Punkt ist, mein Hund wird sehr schnell ausgelöst durch Reize, durch schnelle Reize, andere Skifahrer etc. Und ich muss ihn etwas absichern, dass er nicht diesen nachspringt, oder? Muss ich einmal lernen, dass das keinen Zweck hat. Dann habe ich in der Regel diese 3-Meter-Leine, Führleine, die ich einfach benutze, um den Hund so um mich zu halten. Und wenn der Hund schon, sagen wir mal, zu 80-90% zuverlässig auf Kommandos reagiert, aber noch nicht 100%, dann kann ich ihm eine Schleppleine anhängen. Das sind so die zwei Stufen der Leinensituation. Aber wir an diesem Tag nehmen die kurze Leine mit? Die kurze und jetzt halt situativ abhängig vom Hund, oder? Könnt ihr noch eine Schleppleine einpacken? Und einfach, ihr wisst ja selbst, wie der Hund reagiert. Kurze Leine ist das Minimum und die Schleppleine ist eigentlich das Optional. Okay. Gut, danke. Bitteschön. Ich habe auch noch eine Frage. Ich meine, das wird spannend werden, weil also wir haben das Problem, wann immer wir mit der Lisa unterwegs sind, draußen im Schnee und abfahren, fängt sie an, wie blöd zu bellen. Ja. Haben wir noch kein Mittel gefunden, das abzustellen. Ja. So ein bisschen Sorge. Da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist ganz normal. Also mal Punkt 1. Punkt 2, genau deshalb ist es ja ein Workshop, um genau, dass wir uns da gegenseitig auch helfen können. Das heißt, wir werden uns die Zeit nehmen, die es halt braucht. Das heißt, jemand hält dann dein Hund, also Lisa. Ihr fahrt schon ein Stück ab. Später könnt ihr sie abrufen. Dann kann man es mal umdrehen. Ihr könnt Lisa schon voranschicken. Lisa muss warten, weil sie es vielleicht selbst noch nicht kann. Hält sie da jemand und ihr fahrt zur Lisa, oder? Bis sie so schrittweise das versteht. So, die anderen Teilnehmer haben in der Zeit natürlich ihren Hund bei sich. Weil das ist genau der Punkt. Das ist dann nochmal eine Steigerung der ganzen Geschichte. Aber eben, wie gesagt, das ist ganz normal und da gilt es einfach, wirklich saubere Strukturen, wirklich Disziplin und kein Stress, oder? Weil sonst eskaliert es und dann wird es gefährlich. Wenn die Hunde dann nur noch im Viereck hüpfen und dann... Aber ja... Wie gesagt, das ist eigentlich eine normale Situation und gilt es natürlich so mal, der Hund, oder jetzt nehme jetzt mal Lisa als Beispiel, lernt ja auch, wenn ihr warten müsst und ihr Lisa kann zuschauen, wie das andere Hunde machen, aha, und dann beginnt es zu rattern. Das ist unsere große Hoffnung. Das ist eine super Idee. Weil Hunde lernen voneinander so schnell wie nichts anderes. Okay, und, danke. Oder gerade jetzt auch meine Hündin Nala, oder? Die kann da extrem schnell helfen und auch eingreifen. Also sei es, wenn ein Hund auf dumme Ideen kommt und abhauen möchte,
kann ich hier mal sagen, hol den zurück. Echt? Super. Drama Coccolini. Ja, ja. Ja, aber wichtig ist eigentlich, oder? Und deshalb habe ich auch diesen Workshop hier gemacht, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Hey, es ist nicht das Ziel, dass wir das Gipfelkreuz erreichen, sondern dass wir gemeinsam in Ruhe unterwegs sind. Und ich sage mal, gewisse Teams, also Mensch-Hunde-Teams, sind weiter und andere sind vielleicht noch nicht so weit. So. Und jetzt können wir uns gegenseitig helfen und auch Tipps geben. Und das soll geschehen. Also, dass wir Erfahrungen austauschen, Beobachtungen mal kundtun und. Also, und das soll eigentlich der Tag sein. Ha? Also nicht einfach, ja, wir ziehen uns die Skier an und gehen auf irgendwie Pit sowieso. Dann müssen wir den Hund nicht mitnehmen. Weil was ich auch noch nicht weiß, ist, wie die Schneebeschaffenheit an diesem Tag dann ist. Und das ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Hunde. Was ich auch nicht weiß, ist, wie leistungsfähig sind dann die Hunde, wie die Teilnehmer etc. Da müssen wir etwas Rücksicht nehmen auf uns. Es wird Teilnehmer haben, die haben Schneeschuhe, andere die haben Skier, aber gar keine Angst, weil die mit den Schneeschuhen sind eigentlich nur im Vorteil. Und die mit den Skiern werden lernen, dass man mit der Ruhe dann schon schrittweise weiterkommt. Da gibt es solche, die werden schon den Hund platzieren können, irgendwelche Schwünge in den Hang ziehen, den Hund abrufen. All diese Spielformen werden wir üben können und uns anschauen können. Mhm. Hm? Gut. Ich habe noch. Ja. Ja, ich habe gerade auch noch eine Frage wegen den Skiern. Wenn man die Skier mitnimmt, fällen wir dann zwischendurch ab oder lassen wir wieder? Ja, das Ziel wäre es schon. Ja. Also ich gehe jetzt am Sonntag, schaue ich mir mal meine favorisierte Tour an, wie es ausschaut mit dem Schnee. Dann kommt es etwas darauf an, eben, wenn wir dort nur Bruchharst haben. Ja. Also wir werden nicht, weißt du, 300, 400 Höhenmeter runterfahren. Das wird es vermutlich nicht geben. Aber zwischendurch mal die Skier, also die Fels wegnehmen und dann runterfahren, das wäre schon mein Ziel. Okay. Wie weit auch immer. Ja, kommt ja. Weil nur schon der Vorgang, Fälle von den Ski abziehen, löst bei gewissen Hunden, da zähle ich meine mit dazu, eine extreme Nervosität aus. Jetzt geht's dann los. Ha? Und genau das gilt es ja auch zu erleben. Und wie gehe ich mit dem um? Okay, gut, danke. Gut. Ich habe noch zwei Fragen. Wie ist es denn von der Temperatur her? Gibt es irgendwie so ein No-Go, dass du sagst, ab minus 20 oder minus 10 gehen wir nicht mehr mit den Hunden? Ja, also ich war ja schon im hohen Norden, über Polarkreis, im Winter mit den Hunden unterwegs, also mit unseren Hunden. Und meine Erfahrung ist, bis minus 20 geht es gut. Also nicht von 0 auf minus 20, richtig verstehen. Dann kommt es noch auf den Wind drauf an, weil wenn es dann beginnt zu winden bei minus 20, wissen wir selbst, oder? Braucht es dann nicht mehr so viel. Bei den Hunden die Nase ist ziemlich empfindlich. Aber mal so gesagt, hier in diesem Breitengraden ist die Temperatur in der Regel für die Hunde kein Problem. Okay. Wenn es jetzt extrem stürmisch ist und minus 20, dann ist das Problem für uns zuerst größer. Definitiv. Ja. Und wichtig, oder meine Erfahrung ist, nicht einfach Kofferraumdeckel auf, Hund raus, paff, oder bei minus 20, sondern mal ankommen, Kofferraumdeckel auf, Hund bleibt noch im Auto, gewöhnt sich mal etwas an die Temperatur und dann mal langsam auf den Boden stellen und dann mal ankommen.
so der Klassiker. Und das hilft schon extrem. Aber wenn ich den Hund einfach rausspringen lasse von innen plus 20 auf außen minus 20, das findet er nicht so cool. Ja, gut. Logisch. So. Und eine Frage noch zur Läufigkeit. Wenn jetzt der Hund läufig ist, dann kann man wahrscheinlich nicht teilnehmen. Ne? Ja, das ist etwas, kommt drauf an. Wir haben, also müsste dann nochmal schauen, wer genau in der Gruppe ist. Aber in der Regel ist es kein Problem. Außer wir haben einen Rüden, der jetzt da total abdreht. Aber es sollte eigentlich nicht sein. Und sonst gilt es einfach halt etwas, also wenn, sagen wir mal, Lisa läufig wäre, ist halt das Thema an der Leine oder dann nur gezielt laufen lassen, müssen wir etwas mehr beachten. Aber meine Erfahrung ist, das geht recht gut. Aber wichtig, vorher melden und dann kann man es in der Gruppe noch mal kurz abstimmen und dann geht es schon. Super. Der Eloy von Michel hat auch schon vieles mitgemacht mit läufigen Hündinnen. Ja, der hat das cool gefunden. Gut. Hier habe ich noch Hilfsmittel aufgeschrieben. Im PDF findet ihr, sind die Links überall hinterlegt zum Thema Lawinensicherheit oder Lawinenvorhersage, Bülte etc. Meteo Blue Wetterbericht funktioniert in ganz oder weltweit. Die Rega-App ist etwas schweizbedingt. Und dann Outdoor Active zur Planung von Routen oder auch Aufzeichnung von Touren funktioniert auch wieder weltweit. Kann ich nur empfehlen, sind eigentlich sehr coole Apps, funktionieren auf iPhone und Android. Und das gehört für mich auch etwas zur Vorbereitung. Macht euch mit dem mal etwas vertraut, schaut euch mal so die Wettersituationen, Lawinensituationen im Vorfeld an und merkt dann auch irgendwie, wie sich das verändert. Ihr müsst ja das nicht letztendlich beurteilen, aber je besser, dass ihr das über den Winter verfolgt, je klarer werden eure Bilder, was ist möglich und was nicht. Und ihr könnt dann gerne mit den Fragen kommen. Ja, wie beurteilen wir jetzt die und die Situation zu der und der Tageszeit? Und um das geht es etwas. Outdoor Active ist ein Tool, das die ersten 30 Tage kostenlos ist. Danach, je nach Umfang der Funktionen, ca. 2,50 Euro pro Monat kostet. Über diesen Link könnt ihr das beziehen. Das ist so ein Link, dass, wenn ihr darüber bezieht, erhalte ich auch noch was. Für euch kostet es gleich viel. Orientierung beginnt eigentlich mit Karte, Kompass, Höhenmesser. Weil wenn ich die Basis nicht beherrsche, dann nützen mir diese Apps auch nicht so wahnsinnig viel. Also das heißt, für die, die mehr auf Touren gehen oder mehr draußen unterwegs sind, empfehle ich dringendst, nehmt mal eine Karte aus Papier und versucht euch zu orientieren. Versucht euch auch mal mit dem Kompass. Was heißt denn das genau? Auch mit einem Höhenmesser. Weil diese Apps sind cool, aber sie sind auch verlockend. Dann habe ich vielleicht mal keinen Empfang. Vielleicht ist mein Akku leer. Etc. etc. Also das heißt, das ist so eine, für, aus meiner Sicht, die Versicherung schlechthin. Aber das Funkgerät habe ich noch aufgeschrieben. Das braucht ihr heute eigentlich nicht mehr, weil ihr habt fast überall Empfang mit dem Nattel und zur Not die neuesten Apple
Mobilgeräte haben sogar eine Satellitenverbindung, wenn es gar keinen Empfang mehr gibt. Also für Notruf etc. Angebot ist so, dass wir euch im Rahmen von DocSnow gerne coachen, euch mit dem Hund die Natur näher bringen wollen, verträglich unterwegs sein wollen, so dass es für alle stimmt. Also nicht, dass wir einfach irgendwo reinlatschen und die Hunde da frei rumrennen lassen, genauso wie auch die Sicherheit an oberster Stelle steht. Die Daten habt ihr vielleicht schon gesehen, 20. Januar ist der erste, dann der 23. März ist der zweite von DocSnow. Zwischendrin findet am 9. März noch ein Event mit dem SAC statt. Und dann im Mai, glaube ich, 11. Mai ist es, wenn alles klappt, machen wir eine Hochtour im Winter mit dem Hund. Eine erste Anmeldung habe ich bereits. Also da werden wir auch die Gruppe nochmal extrem verkleinern. Und ich hatte das letztes Jahr, 2023, am Pfingsten hatte ich das gemacht und es war mega cool. Und ja, sag mal, diese Erfahrung, ja, würde ich teilen mit euch. Habe ich bereits erwähnt. Ja, wenn ihr eine Planung macht, dann könnt ihr mit, und ihr nicht sicher seid, könnt ihr mir die gerne auch zusenden. Dann kann ich das anschauen und dann durchaus mit euch besprechen, macht das Sinn oder nicht, etc. Weil das Ziel ist ja, dass ihr mit der Zeit selbstständig mit dem Hund unterwegs sein könnt. Denkt immer dran, nicht alleine gehen, nehmt jemand mit, aber da die Planung, das liegt halt, ja, da liegt schlussendlich Erfolg oder Niederlage. So, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mit dem Link könnt ihr einen Termin buchen und dann können wir das entweder so in der Telco machen oder auch telefonisch, wie auch immer. So, dann hat es hier hinten, gibt es noch zwei Videos, die ich euch extrem empfehlen möchte, die mal anzuschauen. Touren im winterlichen Gelände sind sehr faszinierend, vor allem abseits von der Piste. Aber die Idylle, die kann trügen. Es herrscht Lawinengefahr und vor allem, wenn es frisch geschneit hat, ist es besonders kritisch. Darum ist es sehr wichtig, dass man sich mit der Lawinengefahr auseinandersetzt. Wenn man Unfälle anschaut, sieht man, dass über 90% von diesen Unfällen sind die Lawinen von den Tourengängen selber ausgelöst worden. Und darum ist der richtige Umgang mit der Lawinengefahr sehr wichtig. Und man muss auch berücksichtigen, dass der Faktor Mensch auch eine wichtige Rolle spielt in der ganzen Entstehung von Lawinen. Die Beurteilung von der Lawinengefahr, die passiert in drei Phasen. Die erste Phase... Ihr könnt das selbst anschauen. Das erste Video ist ein 360-Grad-Video, kann man drehen, wirklich schwenken und so, mega cool gemacht. Ist ein YouTube-Video, das heißt, für unsere deutschen Freunde gibt es mit Untertitel, kann man dann auch verstehen, was sie sagen. Und das zweite Video ist ein Video, so ein Doku-Bericht, ein Erfahrungsbericht von einem Lawinenereignis auf der Tour. Schaut euch das auch mal an. Ich möchte euch mit dem nicht Angst machen, aber einfach aufzeigen, es ist nicht einfach selbstverständlich, dass da nichts passiert. Und meistens passiert es schneller, als was man meint und vor allem nicht dort, wo man es erwartet. Weil sonst würde man es ja nicht auslösen. Das wäre so etwas zum Thema Vorbereitung. So, hier nochmal die Daten. Wir werden uns an den Terminen jeweils circa um 10 Uhr treffen am Treffpunkt. Es wird circa bis 15 Uhr gehen. Idee wäre Raum Ostschweiz-Schwäbisch Alb in kleinen Gruppen.
Wie gesagt, den Ort und genau Termin etc. würde ich jeweils circa eine Woche vor dem Termin bekannt geben, damit ihr da euch möglichst arrangieren könnt. Für die, die aus Deutschland anreisen, oder da sollte es reichen, oder wenn ihr am Abend vorher kommt, jemand hat die Idee, oder Idee, die kommen mit dem Wohnmobil übernachten und dann am Morgen, aber mit 10 Uhr, genau, Melanie, werde ich auch so schauen, dass man mit dem Wohnmobil da auch hingehen kann oder hinfahren kann. Und kann man aber auch noch abstimmen. Vielleicht komme ich dann auch mit dem Wohnmobil, können wir uns schon am Vorabend treffen. Gut, so. Gibt es Fragen noch zur Planung, Material, Sicherheit? Ich habe mal noch eine Frage zur Schneehöhe. Also wir hatten das Problem, dass der Schnee oben raus dann irgendwann mal so hoch war, dass wir dann quasi die Tour abbrechen mussten, weil die Lori nicht mehr konnte und es auch einfach dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Also kann man da im Voraus dann schon irgendwie planen? Ja, es gibt zwei Sachen. Also Schneehöhe und Schneebeschaffenheit sind ja entscheidend. Also wenn der Schnee eine tragfähige Kruste hat, dann geht das auch, wenn der Schnee 2 Meter hoch ist, auch kein Problem. Das ist meistens für uns zum Skifahren nicht mehr so cool. Das Zweite ist, dem Hund auch lernen, dass er in der Aufstiegsspur wieder nach unten springen kann. Und dann geht es relativ lange. Und wenn der Hang steil ist, dann ist es für den Hund in der Regel auch nicht so ein Problem. Aber auch da, die ganz große Gefahr ist, wir gehen hoch mit den Skiern oder Schneeschuhen, Hund tobt sich schon aus, ist irgendwann auch leistungsfähig schon ziemlich unten. Und jetzt ziehen wir die Felle ab und dann fahren wir noch nach unten. Und der Hund beginnt, Nummer 1, hat er Verlustangst. Und jetzt kommt er mega in Stress, kommt zu nahe zu uns, zu den Skiern, oder? Und das ist genau die Gefahr, die da besteht, dass sich der Hund verletzt. Also das heißt, das beachten, entweder drehe ich halt frühzeitig um und sage, dann mache ich halt irgendwie eine Wanderung über die Hügel und nicht auf den Gipfel hoch, dann kann der Hund hinten in der Skispur laufen, wenn es der Schnee nicht zulässt. Oder ich habe so, dass der Hund das managen kann, er weiß, wie er mit dem umgeht, etc. Aber für das braucht es Erfahrung. Im Frühling ist es in der Regel eben besser, da habe ich eine Firnsituation, also ich habe eine tragfähige Schneedecke und etwas Firn, das ist eigentlich super für den Hund, dann kann er wirklich freispringen. Oder? Im tiefen Winter ist es eher heikel, da kann die Schneetiefe wirklich zum Problem werden. Aber da werden wir dann die Tour oder die Spur halt so anlegen, dass es eben für die Hunde geht. Und wenn ich mit dem Hund auf Skitour gehe, dann gehe ich mit dem Hund und nicht ich gehe auf die Skitour, um den Gipfel zu erreichen. Weil dann gehe ich alleine, oder? Und das gilt es eigentlich etwas zu verstehen. Was ist dann die Möglichkeit? Und eben wenn ich die Hunde tragen kann, kann ich sie natürlich entlasten. Aber sind wir ehrlich, wenn die Schneetiefe so hoch ist und dann noch irgendwie 20 Kilo auf dem Rücken plus 10 Kilo Rucksack, irgendwann ist dann mal gut, oder? Und dann ist der Spaß auch nicht mehr so hoch. Und das gilt halt alles etwas situativ auch zu klären. Ich habe jetzt doch noch mal eine Frage zu dem Zeug, was wir mitnehmen. Sollten wir jetzt tatsächlich auch ein Lawinensuchgerät, Sonde und Schaufel mit dabei haben? Ja, klar. Schon, ne? Wenn ihr es habt, unbedingt. Ja. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr das nicht extra kaufen. Ja, ihr könnt euch dann bei mir melden, kann das auch noch organisieren. Aber was auch gut ist, oder? Wir haben auch schon, je nach Situation und Zeit und so,
haben wir eine kleine Lawinenübung mit eingebaut, mit den Hunden, Suchübung oder mit Barifox, also mit dem LVS. Müssen wir etwas schauen, wie viel Zeit es übrig bleibt, wie viele Fragen das da sind, wie viel Interesse das da ist, etc. Weil bekannterweise ist die Zeit dann irgendwann mal zu Ende. Dann ist klar etwas Verpflegung aus dem Rucksack. Das muss kein Viergangmenü sein, aber so einfach, dass ihr etwas dabei habt und etwas zu trinken. Und eben die Liste vom Material habe ich euch ja zugesendet, könnt ihr mal schauen. Die, die schon länger auf Skitour gehen, wissen genau, was sie brauchen. Als ich da auf der Skihochtour war, war noch spannend die Fragen, die ich erhielt. Braucht der Hund denn keine Sonnenbrille? Hat der Hund auch ein LVS? Hat der Hund keine Schuhe? Und, oder? Also, ja, auch diese Fragen können wir gerne besprechen, oder? Aber zum Thema Sonnenbrille. Ich setze meinen Hund nicht der extremsten Sonnenbestrahlung aus, sondern ich wähle meine Tour so, dass es für den Hund erträglich ist. Beachte meinen Hund und schaue eigentlich, dass die Situation gar nicht so extrem wird, dass es zum Problem wird. Oder? Dann braucht er auch keine Sonnenbrille. Weil mit der Sonnenbrille Höchstanstrengungen zu vollbringen, das ist weder für den Hund cool noch für uns. Mit den Schuhen ist auch so eine Geschichte. Also meine Erfahrungen mit allen möglichen Modellen von Schuhen, das hat nie funktioniert. Wenn es dann noch etwas firnig ist und rutschig, ist der Hund mit den Schuhen behindert, dann kann er seine Krallen nicht richtig einsetzen. LVS, also der Hund, ich habe ihm manchmal ein LVS in seinem Geschirr drin, aber nicht um den Hund zu suchen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder? Weil, ja, es gilt auch da, Vorsicht ist das oberste Gebot. Und was hatten wir noch? Das sind, glaube ich, so die Hauptfragen, die da kamen. Es gibt auch, wenn es jetzt ganz extrem im Frühling Sonneneinstrahlung und so ist, etwas Sonnencreme ohne irgendwelche Parfümierungen dem Hund die Nase einstreichen, kann nicht verkehrt sein. Aber das ist dann wirklich so im Bereich April und über 2000 Meter, also sind wir im Skihochtourenbereich. Kann aber auch mal sein, wenn wir da Bernina oder so unterwegs sind. Aber auch abhängig vom Hund. Gut. Das war meine letzte Folie, merke ich gerade. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, möchte ich mich bedanken bei euch. Ich werde euch die Aufzeichnung noch zusenden. Könnt ihr euch das nochmal anschauen. Wie gesagt, wenn es sonst Fragen gibt, meldet euch. Finden wir schon irgendeinen Weg. Vielen Dank, Heinz. Wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch. Und sehr gern geschehen. Ja. Ja, danke und bis bald. Alles klar, gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Danke. Ciao.